Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eye of the Beholder Teil 2. Ich bin ein bisschen hier am Rumduseln gewesen, habe also nochmal die beiden Ebenen, wo ich gerade gewesen bin, ein bisschen durchgeschaut. Und bei dem oberen, wo ich gerade gewesen bin, habe ich nichts entdeckt. Aber da, wo die Wände sich verschoben haben, bin ich irgendwann auf diesen Kerl getroffen. Ich habe keine Ahnung, wo der sich da befindet, da die Wände sich ja ständig irgendwie bewegt haben. Aber ich denke, dass es jetzt irgendwie weitergeht. Wir schauen mal. Ein seltsames Wesen, wie verrückt zappelnd, steht vor euch. Offensichtlich von einer fremden Macht gehalten. Scheint es doch, als könnte es euch erreichen. Berühren? Reden? Reden wir mal. Eine leise Stimme ruft. Münzen, Münzen, Münzen. Aha. Bei uns fehlt nämlich noch eine Münze. Es. Da ist er jetzt wieder. Man sieht ihn gar nicht. Das ist das. Man rennt einfach rum und auf einmal ist er da. Berühren wir ihn. Im verschwommenen Grün schlägt ein Tentakel aus und berührt die Party. Mein, mein, geht jetzt, lauft, damit ihr nicht wie ein schöner Baum werdet. Okay. Halb Zwerg, halb Mensch, halb Baum. Okay. Und er hinterlässt eine Münze. Wahnsinn. Und das ist eine andere Münze. Sehr wahrscheinlich die, die wir oben brauchen. Ich hoffe nicht, dass hier noch so ein Kerl ist. Aber wir haben beide verloren. Auf jeden Fall geht es wieder weiter. Also nach oben finden war gar kein Problem, aber den Kerl zu finden war ein Problem. Das hier ist auch ein bisschen knifflig, weil ich nicht ganz durchblicke, wie die Spinner sind. Und manchmal klappt es ganz schnell, wie ihr seht, aber manchmal aber auch nicht. So, wo setzen wir den jetzt ein? Da oder da? Ich würde sagen, wir setzen ihn einfach mal hier ein. Wir können ihn nicht nochmal rausnehmen, ne? Nein, können wir nicht. Ah, Gegner! Alle fertig machen, ganz schnell, los, 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 vorwärts! Wir haben keinen Hass drin, ganz schlecht. Ach du Schande, komm, weg hier. Runter. Ärgerlich sowas. Ah, stehen wir direkt davor. Ja, vielen Dank, Spiel. Gott, wo war mein letzter Speicherstand? Oh, ich finde das doch nie wieder. Ich finde das doch nie wieder. Ah, wieso habe ich nicht gespeichert? Jetzt nach dem Kerl. Ah. Ja, so viel dazu. Geh mal runter. Spiel laden. Was war das letzte, was wir hatten? Ich glaube, vielleicht. Welche Ebene sind wir da? Ja, genau, hier sind wir richtig. Aber da sich die Wände hier verändern, habe ich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Das habe ich eben ohne euch gemacht. Aber irgendwann, ja, da geht es wieder hoch. Also nach oben und nach unten findet man sehr einfach. Es hat halt auch nichts gebracht, irgendwie die... dieser wahre Blick, der hat mir in keinster Weise hier an dieser Stelle geholfen. So, jetzt muss ich den Kerl nur wiederfinden. Und was mit der grünen Barriere auf sich hat, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch nicht rausgefunden, wie das hier funktionieren soll. Ob da irgendein Trick ist. Wie sich die Wände verschieben. Keine Ahnung. Geht's wieder runter. Also ihr seht ja schon, wenn ich hier gehe, verändern die sich ständig. Aber warum? Weshalb? Keine Ahnung. Da war was. Klack. Was soll das Klack bedeuten? Dass wir irgendwas geschafft haben? Gott, ich habe den durch Zufall entdeckt. Oh!
Ihr stoßt auf etwas, was wie ein geschrumpfter Riese aussieht. Er fängt an zu reden. Dran ist ein Feigling, Dran ist kein Mann, Dran wird euch töten, wenn er es kann. Hört meine Worte, hört mir zu. Den habe ich eben nicht entdeckt, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich will nicht wissen, was ich alles in dem Spiel verpasst habe. Wenn er euch sieht, mit diesen Worten wird sein Körper vollends zu Stein. Okay, so viel dazu. Das ist aber nicht der, den ich treffen muss. Und per Zufallsevent an der Stelle kommt da ein neuer. Nö, sieht nicht danach aus. Segenzauber lässt nach. Interessiert mich nicht. Hier ist wieder die Barriere. Juhu! Da war wieder dieses Geräusch. Dieses Klack. Was bedeutet das? Da geht's schon wieder runter. Wollen nicht runter. Tja, irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich falsch, glaube ich. Also wahrscheinlich mache ich alles richtig, bloß es klappt nicht. Irgendwo ein Schalter, den ich übersehen habe. Tja, das tut mir leid, aber so ist das nun mal. Da geht schon wieder hoch. Erinnert sich, was wenn ich hoch und runter gehe? Nö, tut sich nichts ändern. Geht's wieder runter? Ich jetzt echt online gucken. Ich habe keine Lust zu gucken. Komplettlösung ist mir zuwider. Aber wieso klappt auch dieser blöde Zauber nicht gut hier? Das bringt hier gar nichts. Total doof. Ah, lässt nach. Siehst du, da war es aber noch aktiv gewesen. Bringt mir nichts. Bringt mir ja nichts. Hier geht's hoch. Ich muss diesen Kerl treffen, damit ich meine Münzen tauschen kann. Verstehe ich. Dann habe ich eine Münze und muss entscheiden, welche Tür ich nehme. Vielleicht hätte ich da speichern sollen, vielleicht nehme ich auch die falsche Tür. Wer weiß das denn schon wieder, ne? Kann auch nicht. Hier sind hier Illusionswände. Illusionswand. Das ist frustrierend, Leute. Frustration. Da, klack. Ich habe das Geräusch genau gehört. Es hat irgendwas verändert. Ich bin auf irgendein Feld gegangen und dadurch hat sich der Raum verändert wieder. Und ich glaube, ich muss auf dieses Feld öfter drauf. Ändern sich auch ständig die Wände. So, ich gehe mal rückwärts hier lang. Klappt nur leider nicht so gut. Ich hatte das ja eine Veränderung. Oh. Okay, vielleicht hat es mit dem Rückwärtsgehen zu tun. Ich habe keine Ahnung. Ein seltsames Wesen, viel verrückt, bla 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 bla, wir berühren dich. Alles klar, vielen Dank. Du hinterlässt uns eine Münze, die wir gerne hätten. Schön, dann wollen wir da mal nach oben. Alles Illusionswände, wissen wir. Das hat eben ganz gut geklappt. Ja, das ist easy, das können wir jetzt gut. Frage ist, durch welche Wand gehen wir? Wir werden auf jeden Fall uns vollbuffen. Keine Frage, bei diesen blöden Zauberern. Panzer.
Musst du natürlich den Panzer ihm geben. Schön Schild noch aktiv machen. Du kriegst eine zweite Stärkung. Ein Segenzauber rein, Nahrung nochmal und dann war's das. Okay, wir speichern. Nein, wir nehmen 9 und nennen das Let's Play 33. So, sollen wir wieder durch die? Sollen wir mal gucken, was hier ist? Boah, direkt tot in einer Sekunde. Boah, wie ich euch hasse. Wie soll ich das machen? Es ist, glaube ich, egal, durch welche Tür ich gehe. Es sind auf jeden Fall 2 Stück drin. Können Monster halten, nochmal versuchen. Hier können wir so ein bisschen hin und her locken. Na komm, ich habe direkt links gemacht. Danke. Okay, wir dürfen gar nichts abkriegen und sowas. Das auf jeden Fall. Du hast eine weitere Teil bekommen. Armschienen des Schutzes. Oh, geben wir mal jedem die, aber ist nichts weiter. Was anderes hast du nicht hinterlassen. Auf jeden Fall haben wir die ganz gut hingekriegt. Wir müssen ja so irgendwo hinlocken, wo wir hin und her tänzeln können, weil sonst... Ja, sonst haben wir keine Schnitte gegen die. Die sind doch schon ganz schön fies. Weitere Tür. Ja, so sieht's aus. Nochmal eine Armschiene. Überhaupt angucken, was die kann. Die ist ja wahrscheinlich genauso wie alle anderen. Problem ist ein Fehler und wir sind direkt tot. Eigentlich müsste ich direkt wieder speichern. Des Schutzes. Das ist schön. Ring des Schutzes finde ich gut. Wer hat denn hier noch keinen Ring des Schutzes? Du hast es auf jeden Fall schon. Okay, da müssen wir mal gucken, was wir hier haben. Ring des Schutzes 2, Ring des Schmuckes. Könnt ihr mal kurz identifizieren, nicht, dass es ein besonderer ist. Und plus 1er, okay. Ring des Federfalls, Ring der Nahrung. Ein Ring des Schutzes. So, jetzt kommen wir aber leider nicht da rein, ne? Das ist schade. Wir brauchen eine weitere Mütze. So, das ist die Rückseite davon. Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig. Ich bin auf der Rückseite davon. Es ist egal, wo lang ich gegangen bin und welche Münzenweg ich nehme. Wir sind eine Etage weiter oben. Muhu, wie weit hoch geht das denn noch? Ja, Let's Play 33, genau. Mal kurz einen Schluck trinken. Hoch. Ja, die halten zum Glück nicht viel aus. Aber so wie es aussieht, sind das Hellhounds und die können wohl Feuerbälle schießen. Hier haben wir wieder eine Barriere, aber wir haben keinen Magibann mehr, ist das korrekt? Ja, das haben wir schon wieder alles gegen Hast ausgetauscht. Das war nicht sehr clever. Schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Noch so ein Teil? Wow.
Hey, Scheibe dreht sich mit Leichtigkeit. Aber wir können sie immer weiter drehen. Sie war oben, wir haben sie nach rechts gedreht. Was auch immer das bedeutet. Hier haben wir noch eine. Drehen wir auch mal nach rechts. Haben wir irgendwo einen Hinweistext? Was hat er denn da nochmal zusammengereimt, der eine? Das war vielleicht schon ein Hinweis. Hey, hier ist was. Fühlt sich handwarm an, dieses Loch. Haben wir irgendwas, was wir da reintun müssen? Nö, das bestimmt nicht. Ah, deswegen können wir auch in dem einen Teil jede Menge Glasfähren herstellen, also Feuerbälle. Verstehe. Wir müssen alles voll machen damit. Je nachdem, wie ich den Schalter habe, gehen die auf. Gucken wir doch direkt mal, ob der hier auf ist. Nö, ist er nicht. Ist er immer noch nicht. Ist er immer noch nicht. Okay, wir machen erstmal weiter rechts und klappern alles ab. Wir haben zwei Schalter. Hier können wir auch eine hinlegen. Also zwei Stück haben wir. Hier ist eine dritte. Ja, Stärkung lässt nach. Das ist halt so. Ansonsten sehe ich hier nichts. Also müssen wir eine noch hinkriegen. Müssen mal schauen, wie wir die aufbekommen. Den mal runter. Ja, war doch easy. Beim Einsetzen der letzten Sphäre erwacht der Raum zum Leben. Drei intensive Energiestrahlen treffen die zentrale Wand. Krabams! Wo einst die Wand stand, scheint nun ein Licht durch das Loch in der Decke. Wahnsinn. Diese Animation. Ich bin begeistert. Wo ist das Licht? Ihr werdet durch das Loch in der Decke hinaufgesogen. Das war ein Beamer. Wir sind also wieder eine Etage höher. Toll. Wow! Hier war eine. Ach du Schande. Ach du Schande. Ich weiß nicht, was ihr könnt. Ich weiß nicht, was ihr könnt. Ich habe Angst. Monster halten. Stirb. Nein. Schande. Die Türen machen sie auf. Stirb. Also momentan sieht es aber ganz gut aus. So viel Schaden machen sie mir nicht. Autsch. So viel dazu. Aber es scheinen richtig viele zu sein. Komm, geh aus dem Weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Mach voran. Mistvieh. Wieso kann ich hier manchmal nicht lang? Das ist echt komisch. Sind wir noch in der Ebene von eben wieder? Kann das sein, dass wir irgendwie runtergeplumpst sind? Ne, wir sind wohl irgendwo anders. Ein magisches Feld erfüllt die Nische. Okay, da muss schon mal irgendwas rein, damit diese Tür aufgeht. Sollten erstmal checken, was wir hier machen können noch. Ob wir hier irgendwas experimentieren. Also, wir brauchen definitiv ein neues Hast. Monster halten hat ja nicht so prülle geklappt. Hey, irgendjemand hat die Tür aufgemacht. Welche Tür war das? Oh nein, was seid ihr für böse Wesen? Was auch immer ihr seid jetzt so gut wie im Arsch, hoffe ich. Wir lassen euch auf jeden Fall nicht zum Zaubern kommen, falls ihr zaubern könnt. Komm, 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 komm. So ein Segen. Boah, das ist groß hier. Ganz viele Türen.
ganz viele Türen schon auf. Gehen wir erstmal hier oben weiter. Hier war ja so viel noch zu erkunden. Wir haben eine Tür, die zu ist, und haben zwei Kraftfelder. Magische Felder erfüllen eine Nische. Okay, so viel dazu. Hui, du schlägst verdammt schnell. Bist ein Mistzack. Ach, wir haben ihn erledigt. Was haben wir noch hier am Rand? Einen Raum, der leer ist. Auf der anderen Seite. Wieder ein Raum. Echt groß hier. Tür geht alleine zu. Nee, das ist irgendwo anders was aufgegangen. Ah, irgendwelche dreckigen Zauberer wieder. Ja, wie auch immer, was da jetzt kommen wird, wir machen einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.